Ore Processing, also Erzaufbereitungsgeschichte. Ah, Spawn-Watz oder sowas ist das, was mir in den Sinn kommt. Ist das die Mappe? Die Musik hier? Ja. Spawning-Watz, Watz, wie auch immer. Was spawnt? Ja, wieder Säure, richtig lecker. Ich muss aber hier lang, ne? Anders geht's nicht. Was sei denn? Nö. Toll. Yo. Das zieht ganz schön rein, das Zeug. Munition habe ich sowieso beides. Im Überfluss. Ah, komme ich da vor? Darüber? Ach komm schon. Wäre zu einfach gewesen, einfach wieder hochzufahren, darüber zu springen, aber nein. Natürlich ist das nicht des Rätsels Lösung. Guten Tag. Okay, hier ist ein bisschen die Wand aufgebrochen, sehr fleischig das Ganze. Na. Blubbert da seinem Ende entgegen, finde ich gut. Tschüss. 6 Secrets wieder mal. Ob ich diesmal mehr davon rausfinde. Komme ich da auch anders hin? Oder muss ich da jetzt die... den Armor hier aufsammeln, die Panzerung? Ich hoffe nicht. Oh, das war knapp. Gerade noch rechtzeitig geschossen. Oh Gott, Pain Sector mit keinen Anzügen, sondern mit... naja, Lebensenergie uns zu kompensieren. Die man höchstwahrscheinlich auch mehrfach begehen darf. Hm. Grinsebacke. Gibt's aufs Maul. 82, ja, nehmen wir mit. Interessant ist. Oh, oh, Design. Was kommt, was dick ist? Zum Glück nicht. Für den Moment habe ich schon wieder an irgendwie Crusher gedacht, dass ich wieder zerquetscht werde hier. Totale Zerquetschung. Schlecht, dass ich da an, während ich gerade auf die Mappe gucke. Das macht man eigentlich nicht, aber okay. Oh Gott. Man muss ja Munition noch nicht verschwenden. Obwohl wir es reichlich haben, aber naja, naja. Okay, was hat sie jetzt getan? Oder wie komme ich hier wieder raus? Ah, okay. Ich verstehe halbwegs. Da komme ich jetzt überhaupt nicht hin. Gut, dann ist irgendwie anders was aufgegangen. Schlüssel habe ich ja nicht eingesammelt. Nein. Ob ich die drücken kann? Gewinnbringend. Hm. Was ist das? Geht nicht auf, okay. Aber ein bisschen Energie, Lebensenergie könnte ich dann doch brauchen, aber das mache ich dann, wenn ich die rote Türe betrete. Wieder mal auf ein Podest, ein Supercharge. Also mal oberhalb von dem Knöpfchen. Hm.
Oh, Spawning Vats hieß die, glaube ich, die Mappe, wo die Musik das erste Mal kam bei dem Original Doom. Zweite Episode. War ich das? Eigentlich nicht, ne? Dann lass mal's gerade liegen. Denn hier gibt's ja noch was Feines. Oh, das war nicht so gut. Gerade in dem Moment haben sie sich ja gegenseitig ein bisschen bearbeitet. So. Werde ich einfach mal ein bisschen. So, ärgern die sich jetzt bitte mal gegenseitig. Das wäre ganz toll. Na, wer will wen anschießen? Oh. Ich glaube, das Dickerchen räumt halt einfach auf. Das sind. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber. Die nehmen auch keine Rücksicht, ne, auf Verluste. Wenn sie hinter ihren eigenen Leuten stehen, werfen sie einfach den Feuerball, weil ist im Weg. Eigentlich interessant. Von der quasi KI her oder von der Art, wie sie programmiert sind, ist gar nicht mal so schlecht. Jedenfalls spannender als das meiste, was man heute so hat an KI. Oder auch an irgendwelchen Retro-Games, die sind ja meistens relativ stumpf, die Gegner. Die rennen in den meisten Fällen einfach nur dumm in einen selber rein. Was ich nie so wirklich toll fand. Die ganze Kamikaze-Geschichte. Irgendwie alles nicht so schick. Okay, Ah ja. Ja, das ist schon ein bisschen angenehmer, dieses. Irgendwo gab es das nämlich auch schon, ich glaube, zwei, aber. Tricks and Traps, genau, da gab es auch so eine Kerze vor so einer Tech-Wand und da konnte man die damit öffnen. Ist das ein Secret? Ja klar. Ich meine, ja. Vielleicht auch ein Secret im Secret? Wir werden die Wände abchecken, abklopfen, abdrücken, abumpfen. Gut. Ja. Das haben wir. Jetzt geht's hier weiter, ha? Ja, okay. Das mit dem Ziel üben wir nochmal. Ja, aber man merkt schon, wie es ein bisschen versucht wird, schwierig zu gestalten mit. Ach ja, so sahen übrigens, oder sehen in Sigil die ja, Exits aus, die Ausgänge. Wobei es da immer diese ja, Endgegner-Dämonenfratze ist und nicht dieses hier. Ja, ist ja gut. Halt. Es wirkt das so, als ob es da noch wesentlich mehr gibt, oder? Oh, man kann nicht zurück teleportieren, okay. Das heißt, man steckt hier fest. Tja. Wenn man weiß, was man macht, ist es eigentlich gar nicht so schwierig, gegen die Viecher zu bestehen. Da muss man auch nicht panikartig. Versuchen wegzukommen. Ah, okay. Das ist der Mechanismus. Die Unsichtbarkeit bringt bei denen natürlich besonders viel. Aber wie gesagt, wenn man von dem Baron of Hell tatsächlich getroffen wird. Ja, ich mag das nicht.
Dann ist Aua angesagt. Ja, hier brauche ich auf jeden Fall einen Anzug, oder? Ja. Ne, halt, Anzüge haben wir gelernt. Gibt's nicht. Aber nicht so richtig in diesem Abschnitt. Was? Da geht's aber nicht großartig weiter, das heißt ich... Ah, sehr gut. Dann gibt es garantiert auf der anderen Seite auch, ha? Huh? Gut, dann mit Schmackes. Ja, einmal Schaden genommen, das lässt sich doch... Kann sich sehen lassen. Gelber Schlüssel, okay. Aber immerhin, wir haben schon, ohne irgendwas gemacht zu haben, schon zwei. Das war dumm. Secrets gefunden. Und die Mappe Ehrenmeter. Das ist der Anfang. Was sind wir denn hier? Ah, jetzt weiß ich zumindest, welche Mappe. Das ist im Original. Da gab es auch eine Geschichte mit, glaube ich, mehreren Minotauren. In solchen grünen... Quatsch. Leuchtenden Wänden. Sag mal, wieso sehe ich ständig blau und sage grün? Und Fragen, die Welt bewegen. Ist mir auch klar. Mehr gibt's hier nicht. Einfach nur zwei Päckchen Munition. Und gehen gleich über die Wände auf. Ah, ja, ja. Genau so sah das mich hier aus. Auch mit diesen komischen Wändchen. Ich fürchte mal, ich höre es gleich brüllen. Und dann sind wahrscheinlich die ganzen Wände hier auf und dann geht's richtig aufs Maul. Verdammt, blauer Schlüssel. Da habe ich doch keinen blauen Schlüssel und das ist der rote Schlüssel. Okay. Also hier muss ich später hin. Ich hoffe mal, ich merke mir das ja ganz rechts unten halt. Moment, gelb? Wie ist das eine gelbe? War das nicht? Egal. Verdammt. Ja, dann wieder Tour. Also hier sind wir. Was sind wir jetzt? Hier sind wir noch nie gewesen, ist das richtig? Ah! Oh. Jetzt greift von hinten an, das ist gut. So, jetzt haben wir den roten Schlüssel. Unten brauchten wir blau, aber die Tür ist... Ah, okay, da sind wir. Nicht da links unten, sondern hier rechts oben. Alles klar. Da war wieder mal die Dummheit schneller. Exit. Heißt, gelb ist dann Exit, da kommen wir dann komplett raus. Aber jetzt habe ich weder blau noch gelb, sondern rot. Wo war die rote Tür? Das ist gelb, das weiß ich jetzt auch. Ja, muss ich leider zurück rennen und Schaden nehmen. Ah, genau, am Anfang diesen Säure-Geschichten hier. So. Komm, nehmen wir es und fertig. Ja, rot haben wir gesagt, habe ich. Rot ist hier, rot ist gut. Na, will jemand mir aufs Maul hauen? Stille, warum? Blauer Schlüssel, okay. Was ist denn dort rechts? Moment. Aha, da. Komme ich da von hier aus irgendwie hin? Oder was, oder wie? Also rechts oben war ich schon überall. Ich folge mal gerade gedanklich dem Weg. Da waren wir, da kommen wir wieder nach oben. Das ist also egal. Ja, eigentlich müssen wir jetzt dahin, wo ich gerade war. Weil wir jetzt den Schlüssel haben. Verdammt, ich bin wirklich... manchmal nicht mit viel Hirn gesegnet und manchmal ohne. So, wie ist das hier offen?
Achso, klar, da war ja der Dicke drin. Ist das hier richtig? Und was ist das? Ach, ich war in dem Raum noch gar nicht, okay. Das heißt, irgendwie kommen wir da hoch. Hm. Interessant, aber... mehr ist noch nicht zu tun. Wie geht's hier hoch? Wo kommen wir weiter? Halt, das war da rechts nochmal. Gar nichts. Ach Quatsch, das Secret war da. Das ist neu, oder? Die war vorher aber nicht zu, die Tür. Warum ist die Tür zu? Super, einmal Kreis gelatscht. Ich verstehe es ehrlich gesagt gerade nicht so hundertprozentig. Hm. Die rechte Variante führt aber zum... ne, den linken Weg müssen wir wählen, klar. Eigentlich so... machst du wie die ganz großen Kinder und sagst, hat doch gar nicht wehgetan. Jetzt hat gelb... ne, blau haben wir. Noch öffnet sich nichts, okay. Aber es ist halt... naja, was ich so... an Vermutung habe. Oh, nicht schon wieder ein dummer Crusher. Ja, zum Glück kein besonders effizienter. Da kann man es auf jeden Fall durchschleichen. Ja, lieber mal ein Minütchen warten. Alternative ist schmerzhaft. Hm. Ore Processing, natürlich. Hier werden ja die ganzen Erzklumpen bearbeitet. Und die müssen natürlich auch gecrushert werden. So. In etwa. Fahrt mit euch, Bettler. Interessant. Gehen wir jetzt erstmal hier lang. Ah. Oder war das immer schon zu? Ja, höchstwahrscheinlich, weil hier war ich noch nie. Das ist alles zugewuchert, da kommt man also nicht rein. Oh. Oder doch? Ja, doch. Da kann ja nur was Gutes verborgen sein. Sehr gut. Hälfte der Secrets haben wir. 3 von 6. Moment, das führt wohin? Irgendwohin, wo ich nicht hin muss. Dann gehe ich wieder zurück. Da waren wir schon. Hier waren wir. Natürlich muss die Wand wieder abgeklopft werden, falls hier was Feines liegt. Denn wir können es dann noch gut gebrauchen. Munition. Okay, wir haben den roten und den blauen Schlüssel, aber den gelben noch nicht. Der gelbe war aber hier irgendwo... ah, okay, ich sehe es. Wir fallen jetzt zum gelben Schlüssel runter, klar. Aber... ja, da muss ich vorher nochmal die Wände abchecken. Achtung, wir lauschen. Nein, das ist leider nicht das... jetzt ist Lösung. Vielleicht geht's von alleine runter. Leider nicht. So, Kinders, dann wollen wir mal. In Theorie
müssen wir gerade mal testen, aber... Der Onkel ist wirklich stinksauer. Mach noch mehr von der Sorte. Moin! Das hat wehgetan. Aber die dicke Panzerung zum Glück kann die einiges ab. Oh, da sind sie jetzt alle sauer aufeinander. Richtig schlecht gelaunt sind die alle. So, ihr könnt euch mal gegenseitig beißen. So, jetzt noch ein bisschen von dem anderen Munitionchen, obwohl da haben wir nur 200 kommen. Dann natürlich nicht. So ist fein. Munition reichlich. Jo. Ich hätte gern das hier in greifbarer Nähe, wenn ich ehrlich sein soll. Vielleicht kann man das irgendwie mal lauschen. Vielleicht sind es wieder irgendwelche Kleinigkeiten wie eine Lampe anklicken oder sowas. Oder man muss sich hochteleportieren, das weiß ich halt nicht. So. Ach ja, wir haben den gelben Schlüssel. Wie komme ich da hoch? Das würde ich wirklich gern wissen. Von der Rückseite aus vielleicht? Ne, damit geht es auch nicht runter. Ja, nun. Das führt eigentlich zum gelben Schlüssel. Wo ist denn der... Moment. Oh, wo ist der gelbe Schlüssel? Der ist ganz im Süden. Das heißt, wie kommen wir denn da hin? Drei von sechs Secrets. Naja. Tja, hier längs. Da, genau. Auf der rechten Seite diesmal. Verdammt. Stimpack bitte. Aber man sieht, es wird schon intensiver, was die Gegner angeht. Die ganzen Würstchen vom Anfang sind natürlich jetzt eher passé. Wir haben teilweise schon zwei oder drei Minotauren, mit denen wir uns balgen dürfen. Ich dachte gerade, durch Zufall irgendwas geöffnet an Dingenskirchen. Ha. Ja, einige Rätselchen dabei, die sich mir wieder nicht erschließen. Finde ich ein bisschen frech. Dann muss ich von hier oben das irgendwie aktivieren, die Geschichte mit dem Supercharge. Oder wie ist das gedacht? Ah! Ach ne, ich dachte, jetzt hätte ich was aktiviert, aber... ist leider nur der standardmäßige Crusher. Hier gab es ja auch nichts, ne? Aber nur der Raketenwerfer und ein bisschen Panzerung. Mehr aber auch nicht. Kann ich da durchschießen? Scheinbar nicht. Und hier gab es ja auch nichts Besonderes, ne? Da habe ich alles schon abgeklickt. Dann gab es den gelben Schlüssel. Ja gut, ein kleines Secret.
Aber keines dieser Geschichten hilft mir hier weiter, um an das hier ranzukommen. Ja. Was ist das da oben? Achso, ja. Nee. Ich komme nicht drauf. Dann. Ja, muss ich jetzt wieder zurück, verdammt. Wo war das noch? Ja, ich werde jetzt auch nicht ewig lang hier rumeiern. Nee, da oben ist falsch. Hier ist richtiger, aber auch nur so ein bisschen. Oder ist das richtig? Ist. Ja, das hier ist genau richtig. Ja, den Weg habe ich vorher noch nicht gewählt. Halt falsch ran. Ja, das nervt mich mal so ein bisschen, wenn ich da nicht weiter weiß. Vielleicht kann man da was drücken, aber. Nein, ich würde sagen. Ja, Secret Level haben wir leider auch nicht gefunden. Das ist natürlich schade. Aber mehr als gucken kann man nicht. Ja, das war auf jeden Fall mit E2M7, also die vorletzte Mappe. Das heißt, als nächstes gibt es noch den Endgegner Lefel und dann war's das. Tja. War's das. Naja, nicht so gut. Egal, es kommen auch noch bessere Tage.